Guten Morgen, heute mit nicht mehr so viel Elan wie gestern. 8.21 Uhr ist es. Ich bin offiziell noch gar nicht offen, aber ich starte jetzt den Stream. Streaming starten, habe ich gemacht. Jetzt sehe ich hier auf mein Kanal. Video. Live Streaming. Genau, und schreibt euch einfach mal guten Morgen. So, den Müll haben wir schon gemacht, alles andere haben wir noch nicht. Müll habe ich rausgebracht heute. Ich habe es jetzt ein bisschen Ärger drum, weil der immer so voll ist. Das liegt natürlich nicht an mir alleine, aber es liegt nämlich an allen, die im Haus wohnen. Aber manche Leute denken natürlich, es liegt an mir. Es liegt auch an mir, aber nicht nur an mir. Ja? Ist ja klar. Oh. Wo ich auch immer der bin, der alle klein macht. Aber so ist es. Ja, Schnee von gestern. Gestern Abend habe ich noch Mist gebaut. Ich habe noch die Lampe angebaut, die LED-Lampe hier. Wollt ihr haben? Leuchtet auch. Alles tut das schön, aber die hat keinen Schalter dran zum Ausmachen. Und das ist ja kein Mietrad von mir, also kann ich diese Lampe nicht verwenden, sondern muss eine nehmen mit An- und Ausschalter. Nun, hier habe ich eine mit An- und Ausschalter, wird die angebaut. Das mache ich jetzt. Also einfach noch ein Blick auf die alte Lampe, auf die alte neue Lampe, da und schwupp, ist die neue Lampe dran, mit An- und Ausschalter, ja. So funktioniert's, so schnell geht es. Das ist leid. Das Geschenk von dem Vormieter der Wohnung, ein Diamant, Klapprad. Das werde ich jetzt mal überprüfen ein bisschen. Das steht seit einem Jahr draußen im Regen. Und der Regen war ja extrem. Das Tretlager ist im Arsch. Wird sich wohl nicht mehr lohnen für mich aufzubauen. Ich schau mal, wie weit ich komme. Was haben wir jetzt für eine Geschichte erlebt? Erlebt haben wir sie leider nicht. Das wäre toll. Aber kamen gerade zwei Mieträder zurück. Ja, ja. Okay. Bye bye. Ciao. Ja, kamen gerade zwei Mieträder zurück. Und der Kollege sagt, die eine Nacht kamen sie zu ihrem Fahrrad um 0 Uhr. Hallo? Zu den Mieträdern. Und jemand hat versucht, sie hat mir jemand gestoppt, der die Räder klauen wollte. Er hat aufgedreht hier, wunderbar, sieht man, einmal frei, ich könnte kotzen. Ja. Das wird jetzt aufknebeln, also aufdrehen, ja, dann reißt es irgendwann aus. Ist dann irgendwann weg. Meinte er denn nur, ja, das ist Berlin, das ist normal, meinte er zu den Touristen. Und die meinten dann zu ihm, du bist ein Arschloch. Noch nicht warten, ne? Aber das Rad ist. Na, so ist es. Auf alle Fälle ist das Rad noch da. Ich bin sehr glücklich darüber. Schade ums Schloss. Aber offensichtlich sind die scheiße. Ja, muss andere Schlösser mir organisieren. Na, so ist es. Keine Geschichte am Rande. Ja. Frühstück. Frühstückspause. Ja, gleich. Alles stinkt, diese Stänkern im Leben, das geht mir
auf die Nerven, weil das ist so sinnlos. Guck mal, die Kreuzspinne da genau. Jetzt trinken wir einen Kaffee. Prost. Ja. Boah. Mensch, du hast immer noch die Hand auf der Schulter. Oh ja, alles ganz blau. Alles blau. Das fand Skadi. Die hat an der Ostsee, als wir an der Ostsee waren, hat sie Skadi auf dem Arm gehabt und Skadi hat sich so festgehalten. Ja. Die ganze Zeit. Da ist er bleich. Ja. Würde ich mir nachdenken lassen. Ja, da sieht es aber nicht mehr so schön aus. Das ist unglaublich, seit der Ostsee, das ist 4 Wochen her. Pelztresor. 80 x 80 cm. Pelztresor ist das. Deckel. Genau. Verschrauben. Genau. Umfahre Seite gerade. Genau. Schön überfüllt. Da habt ihr noch die Kleinen, die hast du dann oben aufgestellt. Und das war für die Hüte und für Muff und den. Eisenblech. Ja, Eisenblech, genau. Und dann, das war so Bierlasur quasi, sah also aus wie Holz von genau, außen so genau. Bemalt. Blühen noch ein bisschen abgesetzt. Und du hast du von auch von oben verschraubt. Seitliche Handhaben, aber der war so hoch, also wie ein Mantel so lang. Und dann hat er eine Stange drin gehabt und dann konntest du die Sachen drin hängen. Ist unten. Das ist Müll, das nimmst du nicht. Thorsten kommt. Olaf sitzt da. Olaf ist schon da. Und Lieferando. Ja, so ist das ja. So, okay. Ein Rad, ein Auftrag. Ein Mann, ein Wort. Hinten aufpumpen. Was für ein Auftrag. Ist es nicht. Vorne muss der Reifen gewechselt werden. Die Bremse, die ist zu kurz. Die hat den Reifen durchgeschliffen. Bremszug, der ist zu alt und rostig und zu kurz auch. Deswegen ist er hier abgeknickt. Da. Und der Bremshebel kommt ein anderer ran, der auch so eine Bremse bedienen kann ordentlich. Das wird jetzt gemacht. Also bis dann. Ja, dafür verschiebe ich jetzt auch mein anderes Rad, was ich eigentlich jetzt machen wollte, vorher. Das mache ich dann später. Ja, das gebe ich vielleicht Thorsten, der kann ich schon mal ein bisschen sauber machen. Kriegt da ein bisschen Geld für, dann muss ich das nicht machen. Fertig. Ja, irgendwie so. Wir kriegen das hin. Schauen wir mal. Also, bis später. Bei dem anderen würde ich euch ja auch noch mit dabei haben. Bei dem hier ist ja öde. Marathon Plus Reifen vorne drauf. Bremse ab, neu. Seid da im Livestream mit dabei, muss man nicht zweimal filmen, ne? Na klar, bis dann, ciao. So, im Grunde genommen fast letzte Handgriffe. Sind das? Nehme ich die Bremse. Ein bisschen einzustellen. So, jetzt muss sie noch ausgerichtet werden, aber dann ist sie fertig. Abschlusskappe. Jetzt noch ausrichten. Geil, oder? Bremst. Alles cool. Fertig.
Bremse neu. Bremszug neu. Bremshebel neu. Und der passende, mit der passenden Übersetzung. Kurzer Bremsweg. Reifen neu. Fertig. Fertig. Und er putzt oben den Puls. Der hat gestern gekauft. Wie neu. Später. Du, mit dem Löffel geht es besser. Das muss ich jetzt schneiden. Okay. Was hast du am Auge? Gerstenkorn wieder, was schön gewachsen ist. Nee, die von dem Kind? Den Schnatz hier? Ach, ein kleiner Partyunfall. Von der Frau hier, oder? Was? Von deiner Frau, ich bin ganz wilde. Woher weißt du das? Ja. Den habe ich natürlich etwas zerkochen lassen jetzt, weil ich gerade keinen Fokus fürs Essen hatte, weil sie wieder mit dem Kleinen reinkam und den bei mir abbildet. Dass ich mich 10 Minuten aufs Essen konzentrieren kann. Aber das versteht sie nicht. Das ist Mumspumps jetzt. Jetzt ist es ein bisschen pumpsig, aber das kommt ja eh in die Suppe. Nur wer möchte. Mhm. Richtig pumpsig. Oh Gott, das will ich. Finger weg. Wie Finger weg? Das Kuchen. Das Kuchen. Nur wer mit ist. Für später. Mhm. Mhm, nom, nom, nom. Du hast die Kelle vergessen, wa? Brauchen wir die? Nö, du kannst es gerne mit der Hand austeilen. Was für eine Kelle. Du hast bestimmt ein entsprechendes Werkzeug. Mann, ich weiß es nicht. Silberne wahrscheinlich nur. Ja, ich geh noch mal gucken. Einmal noch, ganz süß. Wer hier? Das ist aus der Haue. Blöde Ehre. Also. Füllst das Ding ein? Es ist schon voll. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Das ist sehr wässrig. Damit es einer Suppe ähnelt. Ist das ein Strohhalm? Ja. Danke. Und dann kannst du. Ach ja. Herr Kutsche. Aus Saigon. Saigon. Ich möchte mal sagen, das haben wir sehr gut gemacht. Was für einen Tag auf alle Fälle. Ich weiß ja nicht, guck mal auf meine Gebetsuhr. Nee, 8.43 Uhr. Ich bin noch einen Moment hier, aber der Wolfgang geht jetzt. So. Wolfgang geht jetzt nach Hause. Sag tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Wolfgang sagt immer nur ja. Wolfgang hat mir eine Harke geschenkt. Bin begeistert. Kann man ein bisschen Unkraut harken. Das so. Sieht doch ein bisschen schön aus, das wird doch mehr Spaß, ja. Natürlich. Aber muss man so sehen, bis jetzt hat es keinen interessiert, wie das aussieht. Mich interessiert es, die anderen eigentlich nicht. Die gucken immer nur hin und sagen, sieht das scheiße aus, müsste man mal machen. Und regen sich darüber auf. Und kicken aber gleichzeitig den Dreck immer rein. Hat China heute gesagt, wie aussieht, war da ein Ständer. Ach, das nehmen die ja nicht wahr. Irgendwann wundern sie sich, ist ja ganz anders, ist ja so frei, oh, kann ich ja wieder benutzen, ach, sehr schön, ach, ist bestimmt mit Hilfe vom Baustrom, Hausstrom, oh, Strom, Baustrom, voll wie auch immer. Nee, ist mit Tommy seiner, der Gott straft mich für diese, für diese Anspielung. Ja, ich weiß, was du meinst, oh Herr. Ja, aber wie gesagt, ist halt so, ärgert mich halt, die Aussage ärgert mich. Wenn die ihre Räder mal für 34 Stunden mal weggehen sollen, kann man halt schön sauber machen, ja? Ja. Kriegen wir schon hin, kriegen wir auch so hin. Machen wir dazwischen, ich mach dazwischen und du kannst da schnipseln vielleicht. Ja, das kriegen wir hin. Ich muss ja erstmal den Sack noch entsorgen mit Zeug. Mit Erde. Das muss ich jetzt machen, solange die Tonnen nämlich noch leer sind. Da kann ich die Tonnen nämlich jetzt gerade noch schön vollstopfen. Mit Müll. Ach so. Ja, ist ja mein Müll. Den ich in die Tonnen mache. Ja. Aber komm, was kannst du nicht hier Donnerstag die Dinger mit voll mitgeben? Nee, das nehmen die nicht mit. Die gibst du den Euro oder was, Mensch?
Nein, Euro nicht. Na, wollen Sie schon 5 Euro haben. Und wenn ich geht mal 5 Euro bezahle, bloß weil ich ein Nachbar was entsorgen muss oder ich für die Nachbarn irgendeinen Müll entsorgen muss, dann bin ich arm. Das müssen die Nachbarn auch mal bezahlen. Ja, gut, ich hab nicht. Weißt du, wie oft ich. Wolfgang, ich habe schon so oft, da lag ein Fernseher vorne, da in der Ecke, den habe ich auch gegen Geld entsorgt. Dann lagen Matratzen rum, da habe ich gesagt, könnt ihr die nicht mitnehmen, ihr habt da einen Fünfer oder was, habe ich auch gemacht. Ja, und dann machen sie es ja auch, ist ja richtig. Aber ich bezahle dafür, dass der Müll von anderen Leuten entsorgt wird. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich echt keinen Bock mehr. Hat er erzählt? Will ich nicht, mag ich nicht. Ganz einfach. Okay. Ja, na, das ist doch gut. Wenn die mal kommen, dann sammeln die das ja auch ein. Aber das dauert manchmal... Monate, genau. Der Teppich ist nämlich weg. Naja, Gott sei Dank. Ey, wie lange hat er denn das gelegen? 2 Monate, 3 Monate? Kurz nach Ostern. Ja, toll, Wahnsinn. Ja. Will man ja haben, voll die Pistenteppich. Will man ja unbedingt da liegen haben. Ja. 3 Monate. Der hat alles angeschleppt. Ja. Ich sag tschüss, hier in die Kamera. Bis morgen. Der bleibt sowieso. Nicht die Großen, wo Millionen machen wollen, sondern die sind eben, wo die Schwierigkeiten erschlagen kannst, den Einzelnen. Was für ein Ding? Den Einzelnen Leuchter, den ab. Welchen Einzelnen denn? Na, ihr habt da hinten irgendwie einen einzelnen Leuchter stehen. Du kannst der Schwiegermutter mit erschlagen. Brauch ich. Sicherheitshalber. Hä? Für die Schwiegermutter? Ja. Ja. Okay. Ja, machen wir. Ich weiß, was mit dem Großen los ist. Was ist mit dem Großen? Ja, nicht. Nur, dass der Historismus ist. Aber das ist gut. Hab ich dir doch gesagt, dass der Historismus ist? Ja. Da brauchen wir nur einen Rechtsanwalt dafür, der den kauft. Ja, sicherlich. Auf den Kopf fällt, wenn er will. Genau, ich wieder betrügt. Weißt du, so mit eingebauter. Bock. Mit eingebaut, oder wie sagt man? Aber ihr braucht ja keinen Rechtsanwalt, das macht der alles selber. Ausschuss, Haftungsausschluss. Ja. Mit Haftungs. Kronlöcher mit Haftung. Grüße deine Verwandten da unten schön. Ja, mach ich. Ja, alle. Hier, die da. Ja. An alle. Tschüss. Ja, Rideon. Jetzt fährt er von dann dampfend mit dem Rollstuhl. Ein Dampfrollstuhl ist das. Das ist ein Dampfrollstuhl, Wolfgang. Quarzer schön die Zigarre auf dem Rollstuhl und fährt von dann. Mr. Wie hieß er? Mr. Consultant. Ja, ist nicht so real. Der ist schon weg. Ja. Das ist einer, wa? Ich. Wolfgang lacht. Gestern war er hier, aber besoffen war er gestern. Ja, der ist immer besoffen, Mann. Ja? Der ist immer besoffen. Besoffen auf dem Rollstuhl mit Zigarre, geht's mir gut. Besoffen auf dem Rollstuhl mit Zigarre, zieh ich meinen Hut. Besoffen auf dem Rollstuhl, besoffen auf dem Rollstuhl, besoffen auf dem Rollstuhl, kippst du nicht um. Was hab ich bloß verbrochen? Na ja, das, du sitzt ja nur da. Du sitzt zwar, aber nicht, weil du was verbrochen hast. Bis morgen.